Hallo meine Lieben, St. Martin steht bald vor der Tür und das heißt auch gleichzeitig, dass es wieder leckere Weckmänner oder auch Stutenkerne genannt beim Bäcker zu kaufen gibt. Aber ich dachte mir, mache ich die doch mal zu Hause selber und hier kommt das Rezept. Ich beginne als erstes mit 500 ml lauwarmer Milch. Da gebe ich 2 Päckchen Trockenhefe rein und 1 Teelöffel Zucker. Das rühre ich alles gut miteinander um und lasse das für 10 Minuten stehen, damit das aufgehen kann. Ich mache dann auch schon weiter und dafür nehme ich jetzt mein Mehl und gebe das hier in die Schüssel. Dafür nehme ich 1 Kilo Mehl, also ein Päckchen. Dazu gebe ich dann noch 190 Gramm Zucker minus einen Teelöffel von eben. Dann noch ein Päckchen Vanillezucker und noch 1 Teelöffel Salz. Dazu kommen dann noch 2 Eier und 250 Gramm geschmolzene Butter. Und als letztes noch meine Milch-Hefe-Mischung. Die kommt dann auch noch hinzu und dann knete ich das alles miteinander um. Ich habe den Teig jetzt wirklich lang kneten lassen, dass es wirklich eine schöne Masse ergibt. Das lasse ich jetzt hier in der Schüssel drin und gebe etwas Frischhaltefolie oben drauf. Und dann kommt das an einen warmen Ort für mindestens eine Stunde, damit er sich mindestens verdoppeln kann, der Teig. Ich habe jetzt hier meinen Teig, der ist schön aufgegangen. Ich schlage da einmal in die Schüssel rein in den Teig, sodass die ganze Luft entweichen kann. Und dann hole ich ihn auch schon raus auf meine Matte hier und knete den einmal gut durch. Dann unterteile ich mir den schon in 10 Teile, weil es bei mir nämlich 10 Weckmänner ergeben. Da teile ich mir einfach den Teig ein. Ihr könnt den etwa abwiegen oder auch halt mit dem Auge das messen. Das ist euch überlassen. So kommen wir auch schon zum Formen der Weckmänner und da habe ich noch einen Tipp für euch. Rollt die Teigkugel am besten auf dem Backpapier oder auf eurer Backmatte aus und formt die auch dann direkt da drauf. So müsst ihr den fertigen Weckmann dann nicht noch rüber transportieren. So kann er sich nämlich nochmal verformen und kaputt gehen. Ich rolle jetzt, wie gesagt, die Teigkugel hier auf meiner Backmatte aus. Ich nutze eine Backmatte und kein Backpapier. Ich finde das nämlich besser so und kann das immer wieder verwenden. Also ich kann sowas nur empfehlen. Auf jeden Fall rolle ich jetzt die Teigkugel hier ovalförmig aus und mache dann so Schnitte rein, sodass ich mir den Weckmann halt mit dem Kopf formen kann, dann die Arme und unten noch die Beine. Das Formen der Weckmänner fand ich jetzt gar nicht so leicht. Ich hätte am Anfang damit auch meine Probleme gehabt, dass sie jetzt nicht so schön aussahen, wo das eine Bein vielleicht mal dicker war als das andere. Aber da kommt man mit der Zeit schon in die Übung, also macht euch da gar keine Sorgen, falls es am Anfang mal nicht so klappt, wie man es möchte. Hier ist jetzt mein fertig geformter Weckmann. Da gebe ich nochmal ein Küchentuch drauf und dann muss er nochmal für eine halbe Stunde ruhen. Die halbe Stunde ist jetzt bei mir rum und ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt auf 200 Grad. Dann habe ich ein Ei genommen und mit etwas Milch verquirlt und damit bepinsel ich jetzt den Weckmann oben drauf. Ich nehme ein ganzes Ei dafür, nicht nur das Eigelb. Ich habe es auch mal nur mit dem Eigelb ausprobiert, aber ich finde, da kam der Weckmann dann nicht ganz so schön goldbraun raus, wie als wenn ich das ganze Ei nehme. Was dürfte dem Weckmann natürlich noch nicht fehlen? Die beiden Rosinenaugen, die gebe ich natürlich jetzt nach dem Bepinseln noch oben drauf. Und dann kommt das auch alles schon in den Ofen, wie gesagt bei 200 Grad, für ungefähr 12 Minuten. Hier sind jetzt meine fertig gebackenen Weckmänner. Die habe ich jetzt schon auskühlen lassen und jetzt kriegen die noch Lollis in die Hände. Ich finde, so sehen die nochmal etwas schöner aus und man kann die super weiter verschenken. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbacken und lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an und gerne bis zum nächsten Mal.